englischen Fußball, aber es gibt einen besonderen Grund. Ihr kennt Flitzer? Ja. Ja, das also, ist herrlich. Also muss man ein bisschen vielleicht erklären, die das nicht wissen. Ein normales Fußballspiel und auf einmal läuft ein nackter Mensch auf das Spielfeld und winkt wie verrückt. Haha, ich bin nackt, guckt mich an. Und ich habe im Netz einen ganz krassen Fall von einem Flitzer gefunden. Flitzerei. Ja, und das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar ist hier das Fußballspiel. Erster FKK gegen Textilverwaltung und Haching. Und da kommt der Flitzer. Da kommt der Flitzer, sieht man da? Guck mal hier. Das gibt's doch nicht. Was für eine perverse Sau. Da, abführen. Ja. So ein Perversling. Der geht wahrscheinlich noch angezogen ins Restaurant. Ja, einer ist nicht da drauf, auf der Mundstuhl-CD. Für mich eigentlich einer der besten und größten Fußballkommentatoren, und zwar Werner Hansch. Werner Hansch. Ja. Den habt ihr nicht bekommen? Oder zu teuer? Ja, wahrscheinlich. War zu teuer. Es gibt aber eine Seite, wo Werner Hansch-Sprüche drinne stehen. Ich weiß nicht, kennt einer von euch hier Werner Hansch? Ja, die Männer natürlich, ja. Werner Hansch hat so besondere Sprüche wie zum Beispiel hier, der ist gut hier. Wer hinten so offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Oder auch hier, nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, der läuft wirklich so langsam. Und da sind mehr Sprüche drauf und das finde ich so witzig, deswegen ist es meine Homepage der Woche. Aber es ist nicht nur so einfache Sprüche drauf, die man lesen kann. Nein, es gibt auch eine große Werner Hansch-Maschine. Und da kann man sich Sprüche anklicken, wie zum Beispiel diesen hier. Was sind das für dumme Dinger? Das ist die Stimme von Werner Hansch oder hier. Und dann war er schon mehr als drin. Das gerade weg für ihn so ein Ding. Und da sieht man eigentlich, wie billig so ein Fußballkommentator sein kann. Ja, zuletzt hat er so ein Ding versenkt. Was ich aber sehr lustig finde, man kann da Musik drunter legen. Ihr seid ja auch ein bisschen musikalisch. Ja, ja. Und ich möchte mit euch jetzt ein kleines Experiment wagen. Ich möchte mit euch ein Live-Video drehen. Okay. Okay, okay. Ja, ich habe hier ein paar Pappen. Vielleicht nicht drunter gucken. Okay. Ich habe schon sowas gehört. Das ist für dich. Okay. Okay. Das ist für dich. Ja. Ich starte gleich das Lied. Okay. Und immer wenn ich hier was draufklicke, dann halt musst du eine Pappe hochhalten. Ja. Und du eine Pappe hochhalten dann, okay? Also im Wechsel? Im Wechsel. Okay. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Weltpremiere hier. Hoffentlich kriege ich das auch hin. Ich schaue es mich mal an, wenn ich was machen soll. Ja? Ja. Okay, ja. Kann es losgehen? Ja. Ja. Okay. Ja. Zwei dicke Dinger. Ich. Ja. Zwei dicke Dinger. So, ich spiele weg. So, und jetzt? Jetzt? Ja, das sind so Dinger. Jetzt wieder. Zwei dicke Dinger. Funktioniert doch prima. Prima, jetzt ich. Zwei dicke Dinger. Und jetzt, Was sind das für dumme Dinger? Die Werner Hansch-Maschine. Werner Hansch war doch bekannt dafür sein. Ein geiles Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Fußballspiel war. Da ist er dann abgemahnt worden von Sat.1 und hat dann die Woche drauf kommentiert. Ja, wenn das jetzt Schalke wäre, wüsste ich, was ich sagen müsste. Ein tolles Ding. Da durfte man geil nicht sagen bei Sat.1? Nee. Vielleicht hat er gekifft vorher. Das ist doch so. So ein Kifferschwein ist doch auch so. Ein Kiffersau. Du Kifferschwein, du. Ich? Arschlochschwein, du. Komm mal runter jetzt. Arschlochkiffer, du. Kifferschweine, Arschloch, du. Du dreckige Schweinsau. Schweinarschloch-Sau. Hey, hallo. Marihuana-Sau. Kannst du mal aufhören? Sau-Kiffer. Was hab ich denn damit zu tun? Jungs, ich setz euch gleich auseinander. Für mich ist auch sechste Stunde. Könnt ihr ein bisschen euch zügeln? Okay. Okay, wir müssen noch weiter ein Programm machen. Denn es ist wieder soweit. Senioren singen Hits ist angesagt. Ja, ich erklär's noch mal kurz. Okay. Ich war auf der Straße.
und habe einfach Passanten angesprochen, Kopfhörer aufgesetzt und eine Musik draufgegeben und die mussten jetzt mitsingen. Egal, ob sie das Lied kennen, ob sie Englisch können, alles scheißegal, Hauptsache mitsingen. Und ihr sollt das jetzt erraten. Verstanden? Okay. Hier der erste Clip. Kein Problem. Ja. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wir machen nämlich jetzt ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung kommt die Auflösung von diesem Clip. Außerdem werden wir uns die Finger abhacken. Dann gibt es sehr, sehr lustige Clips und noch mehr von Mundstuhl. Oh, alle normal. So singe ich dir auch immer. Hast du zugenommen? Was geht dir? Der Jacke nicht mehr zu. Die passt mir gar nicht mehr, die scheiße Jacke, konkret. Alde. Was geht mit dir? Bist du gut drauf dran? Ich hab gesagt, ich bin scheiße drauf. Was geht? Ich hab keinen Job mehr, Alde. Ich bin arbeitslos. Wo? Ich bin gefeuert. Was meinst du? Alde, geschasst. Ich kriege jetzt Riesterende. Was? Konkret Schütze. Alde, ich bin bei Norbert Blum beschäftigt. Die gibt gar nicht mehr. Alde. Ich bin gefeuert, ich mach keinen Schepass, Alde. Ich hab auf Bau gearbeitet, weißt du? Konkret Bauarbeiter? Normal, Alde. Konkret Rohbau oder was? Alde, trittst du durch? Natürlich Rohbau. Wenn der Bau fertig ist, brauchst du nicht mehr zu arbeiten, was geht? Konkret Rohbau. Aber die sind gut drauf, weißt du? Der Job hat mir konkret Schepass gemacht, weißt du? Weil die sind lustig. Die haben korrekt Humor, weißt du? Was aber die? Humor. Ein Mor. Humor. Das ist so verboten. Alde, ein Schepass, ein Humor. Konkret Humor. Der Poli hat mir ein Witz erzählt, Alde. Ich hab mir 3 Stunden lang auf den Schenkel draufgeschlagen. Von lange, Alde, ich war 4 Wochen krank geschrieben. Alde, konkret. So hart. Sag dir. Alde. Konkret. Der hat mir den Witz erzählt. Am Anfang hab ich gar nicht gedacht. Konkret. Alde. Alde. Warte kurz. Warte kurz. Der kommt noch. Wo der mir erst erzählt hat, wo ich mir auf den Schenkel was schwarz und hängt an der Decke. Ein schlechter Elektriker. Und was schwarz mit grünen Punkten und hängt an der Decke. Der schlechte Elektriker in 3 Wochen. Alter, verstehst du, da hab ich gedacht, Alter. Ich hab gedacht, ich dreh durch. Ich könnte immer noch. Ich schraffe dich. Alter. Ich schraffe dich. Konkret! Oh, ich schraffe dich! Der ist doch lustig! Ich schraffe dich! Weil der hat scharf gehängt! Konkret hat der scharf gehängt! Konkret, aber der ist so nicht witzig, der ist so traurig! Der ist traurig, der ist kein guter Witz! Konkret ist der gute Witz! Ich hab einen guten Witz drauf! Was ist schwarz und hängt an die Decke und hat grüne Punkte und ist der Mann von Tic-Tac-Toe? Alter, ich weiß nicht. Der ist der Mann von Tic-Tac-Toe. Verstehst du? Kommst du, ey? Jetzt hab ich mich selber eingesaut. Ach, da seid ihr wieder. Hallo. Habt ihr noch Lust, eine Senioren-Episode zu sehen? Ja, einen haben wir noch. Bitteschön. Lebt right every day as to be there behind. Ja. We'll always love you. We'll always. Nein. Ja. Nein. Falsch. Hier. Ja. Warum ist die Gitarre dabei? Einfach nur so. Also so. Wenn du Bock hast, komm mir ein bisschen was singen. Ja. Ich kann ja nicht singen. Bei den Senioren würde das natürlich passen. Wir haben ein kleines Lied mitgebracht, jetzt gerade, wo Elton uns drauf anspricht. Songs für Senioren. Songs für Senioren. Ist allerdings so, wir schreiben keine Strophen mehr, weil das ist scheiße.
Es bringt ja nichts, ein Refrain erklärt sich ja von selbst. Und gerade wo ich die Senioren da gesehen habe, habe ich gedacht... In der Hauptsache, also ja, jeder kennt ja... Jeder kennt es, aber die Senioren hauptsächlich. Ja, genau. Und deswegen... Oh. Bisschen verstimmt, egal, nix, Hauptsache ne? Wir singen gut. Ja. Denn in die Hose gehen immer ein paar Tropfen. Da kann man machen, was man will. Da hilft kein Schütteln, da hilft kein Klopfen. Die letzten Tropfen sind zu viel. Da hilft die Hose, gehen immer ein paar Tropfen. Da kann man machen, was man will. Da hilft kein Schütteln, da hilft kein Klopfen. Die letzten Tropfen sind zu viel. Das rein. Das ist mal ein Publikum. Ja. Ich weiß auch nicht, was los ist. Obergeil. Ja. Die sind noch alle besoffen vom Karneval wahrscheinlich. ich habe ein schönes Kneipenspiel gefunden. Mhm. Und zwar, wenn man ein bisschen Langeweile hat in der Kneipe, dann sitzt man ja gerne mit seinem Kumpel zusammen und spielt Five Finger Filet. Das geht folgendermaßen. Das ist das da, dieses? Ja, genau. Und zwar packt man seine Hand einfach auf den Tisch und lässt es mit einem Messer kreisen und versucht jetzt so gut wie möglich Space mit der Spade-Taste nicht. Oh. Die Finger zu. Aber ich bin noch gut dabei. Ah, scheiße. Mist. Aber Level 3 und 670 Punkte, Kollegen. Das müsst ihr erstmal nachmachen. Ja. Bravo. Bravo. Danke. Mit der Space-Taste. Mit der Space-Taste. Try another hand. Bist du bereit, André? Ja, ich bin bereit. Okay, los geht's. Okay. Na? Ach du Idiot! Kippersau, du! Kipperschwein! So schlecht ist das gar nicht. Ich hab's mal schnell gemacht. Achso, wegen dem, ja, natürlich, wegen der Sendung. Wollen wir mal probieren? Ja, gerne, ich würde gerne. Okay. Hier die Space-Taste. Musst du drücken? Mir ist mein Mikrofon ausgefallen. Oh, der Lars, ganz schlecht, der Lars. Ah, schade. Der Lars hat nichts drauf. Das war ich doch überhaupt nicht. Ja, ein sehr gefährliches Spiel, liebe Kinder. Finger weg. Ja. Finger weg. Finger weg, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Danke. Ja, wir kommen jetzt zu unseren Clips und die sind heute wirklich, haben etwas mit Hobbys zu tun. Mhm. Habt ihr privat ein Hobby? Ja. Ja, okay. Möchtet ihr nicht drüber reden? Nein. Es ist ein bisschen intim, also. Es geht nur mich um meine Hand was an, sag ich mal. Okay, es gibt ja Leute, die arbeiten monatelang, jeden Abend, Stunde um Stunde, an so einem süßen kleinen, ja, so einem Modellflieger. Und irgendwann kommt der Tag, da geht man raus, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und dann lässt man dieses Flugzeug in die Lüfte erheben. Ein wirklich schöner Moment, stiller Genugtuung, aber dann passiert Folgendes. Von hinten. Schade. Schade, schade, schade. So schnell kann es gehen. Aber auch Autos können auffliegen. Hier. Ich weiß nicht, was für ein Rennen das ist. Und Abflug. Das ist ein sehr bekanntes Ding. Ja. Ist nichts passiert? Nein. Ja. Das ist geil, wenn du da drin sitzt. Und du weißt, hier passiert nichts. Das ist bestimmt geil. Das ist so ein bisschen Joker. Es ist wirklich nichts passiert. Der muss vielleicht kotzen, mehr aber auch nicht. Aber was jetzt der technische Fehler war, wissen wir auch nicht. Man hat den Flugschreiber noch nicht gefunden. einen Clip habe ich noch, der ist auch sehr schön, bitte. Und zwar, zack. Nein. Ein kleiner Dachschaden. Aber der kann immerhin behaupten, ich bin in der Kneipe abgestürzt. Ach, was haben wir heute wieder für Gags hier? Ich werde verrückt.
schönen Dank an Mundstuhl. Wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag. Tschö.